Ich habe Ihnen gerade ein bisschen ein magisches Buch mitgebracht. Das ist von Timo Parvela. Timo Parvela werden einige von Ihnen vielleicht kennen. Er hat eine unglaublich tolle Serie gemacht wie Ella. Ella in der Schule und also ein filmischer Schriftsteller. Dieses Buch hier ist nicht ganz so leicht. Das ist ein bisschen dramatischer. Ich muss jetzt erstens darauf hinweisen, dass dieses Buch von einem ganz unglaublich tollen Illustrator illustriert worden ist. Illustrator fällt mir jetzt gar nichts Besseres ein. Ich zeige Ihnen jetzt einfach mal ein paar Bilder daraus, dass Sie so ein bisschen eine Idee kriegen. In manchen Schlagworten steht sogar, es sei eine Graphic Novel. Das ist es mitnichten. Aber der Stil könnte aus einer guten Graphic Novel tatsächlich stammen. Der Illustrator heißt Pasi Pitkän, ist also auch ein Finne und ist beim Ars Editionsverlag erschienen. Der Titel Schatten, der Pakt, ist eine dreiteilige Romangeschichte. Die ersten beiden Bände sind bereits erschienen, der dritte wird im Januar kommen, ist auch gut so, weil es ist wirklich, wirklich sehr, sehr spannend. Um was geht es? Es geht um einen Jungen namens Pete. Pete ist 13 Jahre alt, ist ein toller Typ. Denkt sich immer, wenn er unterwegs ist, Sachen aus, die er später vielleicht mal werden möchte und notiert ihn so einem kleinen Buch auf. Er stellt fest, er kann gerade irgendwas Tolles und denkt, ach, eigentlich wäre es nicht schlecht, Fußballer zu werden. Es müsste nur die besseren Schuhe geben und denen was mich richtig gleiten können oder so. Und Pete, ja, der hat einen kleinen Kummer oder sogar einen ziemlich großen. Seine beste Freundin Sarah ist schwer krank. Man weiß nicht, was sie hat. Man weiß nur, dass sie immer schwächer wird und die Ärzte vermuten, dass sie bald sterben wird. Und Peter ist total verzweifelt und er macht jetzt was, was 13-Jährige normalerweise nicht machen. Er geht zum Weihnachtsmann im Kaufhaus, nämlich kurz vor Weihnachten, und er beschließt, er möchte den Weihnachtsmann bitten, dass Sarah wieder gesund wird. Das ist natürlich für einen 13-jährigen Jungen, die sich vorstellen können, eine reichlich entwürdigende Tat, aber für seine Freundin tut er das eben. Und das ist ein bisschen komisch bei diesem Weihnachtsmann, aber was noch viel merkwürdiger ist, ist das, was in der kommenden Nacht passiert. Da bekommt er nämlich Besuch, und zwar von einem sehr merkwürdigen, gnomartigen kleinen Wesen, der sehr eklig riecht, riecht nach Fleisch aus dem Mund heraus. Und der ist wohl fähig, ihm einen Wunsch zu erfüllen. Und da sagt er, warte, bevor er geht, ich möchte, dass Sarah wieder gesund ist. Und da sagt er, so, du möchtest es also. Und da sagt er, ja, wird es jetzt morgen so sein? Und da sagt er, wenn man einen großen Wunsch hat, dann muss man auch etwas wieder schenken. Ja, was er denn möchte. Ich möchte in deinen Schatten. Und Peter glaubt nicht an so einen Kram und sagt, Schatten brauche ich nicht. Und er sagt, okay. Und am nächsten Morgen wacht er auf. Und er bekommt einen Anruf aus der Nachbarschaft, er soll doch mal rüberkommen. Und er geht zu Sarah und denkt natürlich, jetzt hätte ihr letztes Stündlein geschlagen, aber mitnichten. Ohnmächtig am Boden liegt nur die Mutter, die gerade zusammengebrochen ist, weil sie es nicht glauben kann. Der Sarah geht es tatsächlich wieder gut. Und das Problem ist nur, Peter kann sich nicht richtig drüber freuen. Und er versteht es eigentlich nicht, warum er das nicht kann. Und er ist auch ein bisschen fies dann zu Sarah und langsam hat er so das Gefühl, dass das vielleicht mit diesem Schatten zu tun hat. Er hat natürlich nicht nur seinen Schatten hergegeben, er hat seine Seele, sein Herz verkauft. Sie kennen die Geschichten aus Peter Schlemihl, aus Tim Thaler und was weiß ich nicht alles. Ja, und jetzt bekommt er an Weihnachten tatsächlich ein kleines Glöckchen. Und wenn er dieses Glöckchen umhängt, er weiß nicht, von wem das kommt, dann geht es ihm besser und er entwickelt auch wieder Gefühle. Aber der Schatten ist trotzdem weg und er merkt auch, dass so in der Stimmung im Ort sich so viel verändert hat. Die Leute sind so missgünstig geworden. Und er beobachtet seine Lehrer, seine Mitschüler und er merkt, viele haben keinen Schatten mehr. Und er zieht mit Sarah, seiner besten Freundin, und Jero zusammen los in den hohen Norden, um den Elbjö zu finden, diesen Wichtel. Und den Allerältesten, das ist der Weihnachtsmann, weil er hofft, dort die Schatten und auch die Seelen dieser Menschen wiederzufinden. Das ist eine unglaublich spannende Geschichte. Die Frau Lux hat mir vorhin erzählt, oder vor 2 Tagen erzählt, dass ein Testleser es auch gelesen hätte und
Der hat gesagt, das sei das tollste Buch überhaupt gewesen. Ich fand es auch ein ganz grandioses Buch für furchtlose Leser. Es ist schon ein bisschen gruselig, ja, aber auch für welche, die einfach Lust haben an einer witzigen und spannenden Geschichte, empfehle ich den Pakt von Herrn Pavlasek.